Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Welcome to the Holy City. We are selling the news. Ja, willkommen zurück zu Mad News. Tag 7. Meaning and means, we're selling the news. See, opinions are easier to swallow than facts. The grays instead of the whites and the blacks. If you shoot it too straight, they won't come. XDQM-Hose. Naja, könnten wir Comics drin sein. Wir haben eine super Auflage von 165.000. Das ist ganz großes Kino. Gar nicht so schlecht für den Anfang, was sie da machen. Das will ich auch meinen. Eine tolle Sache. Mir kommt hier zu wenig Info rüber. Tja. Das ist alles teuer. Ja, dann gibt es dabei keine Bilderchen in der morgigen Ausgabe. Wir müssen gleich in die Story-Abteilung schauen. Da ja die News heute zu sind. Brauchen wir zumindest irgendeinen Aufhänger für die Titelseite. Am besten mit Foto. 18.000, teuer. Nehmen wir die Gummihühner. Wir haben jetzt genug Geld. Die Auflage war super. Die war richtig gut. Ja, das ist der Vertriebskanal, den wir uns da geleistet haben. Der ist schon mal toll. Da hat uns der Gegner gerade eine Werbekampagne weggenommen. Alles klar. Auflage 250, das wird nicht klappen. Hier, das nehmen wir doch. SPD wieder mal. Und 10.000. Wir haben schon 6 Werbeverträge. Ja, dann erfüllen wir die mal. Schauen wir mal rein. Außerdem könnten wir mit dem Geld, das wir jetzt haben, gleich weiter den Vertrieb ausbauen, das Vertriebsnetz erweitern. Was haben wir da? 380. Ich möchte nämlich auf jeden Fall günstige Vertriebskanäle haben. 390, das wäre noch besser für denselben Preis. Das ist schon teurer. Flugzeug erforderlich, 380. Ja, dann bleiben wir bei King Kennedy, genau. Sehr fein. Wie schaut es mit den Gegnern aus? Bad News, noch nix. Sad News, einen. Ja, die hängen wir dabei ganz schön ab. Das ist eine tolle Sache. Da blicken wir gleich rein in den Marktanteil. 46, 23 und 31. Wenn der Marktanteil bei 0 ist, verschwindet der Gegner. Na, die kommen nicht vom Fleck. Das gefällt uns. Oh, die Kommentare, das habe ich umsonst rausgepulvert. Leider gibt es diesmal die Recherche. Gibt es diesmal keine Recherche. Gummihühner, das kriege ich auch nicht größer. Schade. Muss ich ehrlich sagen, ist schade. Gut, jetzt geht's ab mit den Werbeanzeigen. Das Gesundheitsamt, gehen wir daher. Radolux.
Cannabis, das Gesundheitsamt und dann gleich Cannabis. Super. Die Qualität ist ein Wahnsinn in unserer Zeitung. Vikarien. Jetzt gehen wir da auf die 5. Seite. Da kommen jetzt die Sportergebnisse her. So, Kommentar. Brauchen wir die künstliche Intelligenz? Das gehen wir dann morgen rein. Zusammen mit Harald Juncker zur Irish Moss. Okay, alles ist klar. Die finde ich auch immer ganz witzig gestaltet. Die Rezepte und die Comics sind immer lustige Titel dabei. Hoppala, Bär, du gehörst da ganz rauf. Immer gern gelesen, deswegen Bär immer gern auf der Titelseite. Harald Juncker, so, da gehen wir dann den Dark Truck her, der bald seine letzte Folge hat. Wie heißt die? Dark Truck und der goldene Schuss. Na, schön, tolles Ende. XD Kermose mag wieder mehr Comics haben. Den Wunsch erfüllen wir ihm gleich. Dark Truck ist günstig. Den nehmen wir uns auch wieder. So, wir haben PR. Ich zeige euch auch gleich mal den Händler. Dann habt ihr das auch schon mal gesehen. Was gehen wir da aus? Eine weiße Maus vielleicht? Für 10.000? Sie haben doch schon einen Scherzartikel, benutzen Sie den erstmal. Gut, machen wir. Dann gehen wir rauf zur Bea. Ich glaube, die habe ich euch auch noch nicht gezeigt in der Aufnahme. Hallo Liebster, sag mal, hast du bald so viel Geld verdient, dass du mir einen dritten Netz kaufen kannst? Und isst bitte morgens nicht so viel Toast, das kostet mir zu viel Strom. Das hat man schon. Die Maus gehen wir jetzt mal bei ihr rein, die deponieren wir mal. Da sieht man jetzt schon, der Hassbalken ist gestiegen. Wenn du deine liebe Bea weiter so ärgerst, muss ich Schimpfi mit dir machen und du musst wieder im Keller schlafen, das weißt du doch, Liebling. Ja, das hat dir nicht so gut gefallen, die weiße Maus. Schauen wir nochmal rein. Ja, genau, da ist der Japaner. Da sitzt der Japaner heute in den News. Wo sitzt er morgen? Beim Druck. Das ist in Ordnung. Den braucht man nicht so unbedingt. So. Aber wir brauchen ein paar mehr Stories für morgen. Deshalb werde ich jetzt nochmal in die Story-Abteilung reinschauen. Denn wir haben keine News und wir haben keine Reportartikel. Hoppala. Da wollte ich ja gar nicht rein. Hier ist besetzt. Dann mach hin. Wir haben immerhin eine Zeitung zu verkaufen.
17.000, 14.000, 16.000, das ist alles so teuer. Das kostet uns heute wieder einiges, die Auflage zu erreichen. Wir haben noch 68.000. 40.000 möchte ich mal eben aufheben für die News-Maschine, die ich mir dann aber morgen kaufen möchte. Endlich, endlich. So, Urlauberin am Strand verbrannt. Das klingt doch super für eine Headline. Na komm. Sehr schön. Ja, dann haben wir immerhin ein bisschen was. Gummihühner für Hungernde und am Strand verbrannt. Ist auch ganz wichtig, dass man alle Textblöcke, die man hier sieht, unterbringt in einer Zeitung. Also man darf sich nicht zu viele News kaufen, weil sonst fühlen sich dann natürlich die Leser verarscht, wenn der Text irgendwo in der Mitte aufhört und sagen, was soll denn das? Und das gibt auch eine schlechtere Bewertung. Ich glaube sogar schlechter, als wenn man gar nichts drinnen hat. Also, ist auch eine ganz nette Nebeninformation. Und den Dark Truck und den goldenen Schuss packen wir vielleicht auch gleich noch rein. Warte mal, vielleicht doch nicht. Dann gehen wir da auf die letzte Seite noch einen Kommentar rein, dass sich der Gourmet freut. Neue Signale aus Russland. Dann haben wir nämlich keine leere Seite. Und wie gesagt, der Gourmet freut sich. Und die Auflage ist dann ein bisschen besser, wenn wir schon ohne News auskommen müssen und auch keine Recherchen heute haben. So, dann lassen wir schneller laufen. Speed 3 passt. Mir kommt hier zu wenig Info rüber. Ja, das wird sich morgen auch nicht ändern, Fräulein. Da kauft man wieder alle Kommentare auf. Und lassen wir mal die Zeit schneller verstreichen. Ich check jetzt nur was ab. Kann man beim Reporter auch Storytitel viel zu wenig Sport sagt Hi EPK 123? Nein, beim Reporter kann man keine Story-Titel aufblasen. Leider nicht. Morgen ist der Druck dann besetzt. Da brauchen wir da jetzt was davon? Schade, viel zu wenig Bilder drin. Ich zeige euch noch kurz den Druck, dass ihr den auch mal gesehen habt. Gut, da ist es auch schon wieder spät. Gute Nacht. Und der Mann, das sieht man jetzt leider nicht mehr, wie der heißt. Den habe ich auch für euch eingebaut. Schade. Na gut, dann bis zur nächsten Aufnahme. Vielen Dank fürs Zuschauen. Man sieht sich.